Die Funktionsweise der X-Joints. X-Joints sind dafür zuständig, Pole und Verlängerungen sicher miteinander zu verbinden. An den Seiten der X-Joints befinden sich zwei Schraubenlöcher, um sie mit einem Imbusschlüssel zu kontrahieren und auszudehnen. Der Imbusschlüssel wird vor dem Drehen vollständig im Schraubenloch positioniert. Um den X-Joint auszudehnen, wird er im Uhrzeigersinn gedreht. Um den X-Joint zum Reinstecken und Herausnehmen aus der Stange zu kontrahieren, wird er gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Wechsle beim Auf- und Zudrehen zwischen den zwei Schrauben ab, damit sich der Druck im X-Joint gleichmäßig auf- und abbauen kann. Um den X-Joint in ein Stangenteil oder eine Verlängerung einzusetzen, richte die Nut in der Mitte des X-Joints so aus, dass sie sich an der dafür vorhergesehenen Aussparung am Stangenteil befindet. Jetzt reihe die nächste Pole oder Verlängerung an und ordne deren Aussparung ebenfalls Richtung Nut an. Stelle sicher, dass die beiden Teile bündig aneinander liegen, bevor du den X-Joint mit dem Imbusschlüssel ausdehnst. Um den X-Joint auszudehnen und zu sichern, drehe den Imbusschlüssel nun im Uhrzeigersinn. Es ist wichtig, sich beim Festziehen der Schrauben abzuwechseln, damit sich der X-Joint gleichmäßig ausdehnen kann. Wenn mit dem Imbusschlüssel keine weitere Kraft mehr auf die Schrauben ausgeübt werden kann, ist der X-Joint stabil.